Nicole Hörmann, Herwig Biham, EHL, heute bei uns auf der Hotel Optimal City. Ihr habt heute etwas erzählt über den Hotelimmobilienmarkt. Begonnen hast du mit dem Thema Investment und ich nehme an, wie bei allen Immobilien-Asset-Klassen, hat das letzte Jahr ziemliche Zäsur gebracht. Es hat natürlich eine Zäsur gebracht im letzten Jahr, also die Immobilientransaktionen sind geringer als davor. Auf der anderen Seite muss man eben jetzt besonders genau natürlich schauen, welche Assetklassen wieder boomen. Ich habe es auch beim Vortrag gesagt, also ich sehe im Hospitality-Bereich durchaus ein Revival, was wieder auch zu gewissen Optimismus veranlasst, aber das heißt nicht, dass alles natürlich funktioniert. Teilweise ändern sich da auch die Geschäftsmodelle, also Sachen wie Service Departments, das boomt ja extrem, oder? Absolut, ja. Also Service Department ist eine interessante Kategorie jetzt geworden, auch für Privatinvestoren, eben angesiedelt zwischen Wohnen und Hotel, auch von der Rendite her, auch von den Größen, von den Volumina, was durchaus interessant ist. Und da springen, wie gesagt, auch die Privatinvestoren jetzt gerade mal ein, wo vielleicht institutionelle Investoren noch etwas zurückhaltender sind. Wie schätzt du das ein? Die Zinsen, man weiß noch nicht, wie weit es noch gehen wird. Man geht davon aus, dass es vielleicht schon das Plafond ein bisschen erreicht ist. Aber wie schätzt du quasi den Immobilieninvestmentmarkt im nächsten Jahr an? Also es ist wirklich eine Hoffnung, dass jetzt die Zinsen bereits auf einem stabilen Niveau angelangt sind. Ich hoffe auch, dass es wirklich dabei bleibt, denn jede jetzt noch Erhöhung würde wieder den Markt, glaube ich, negativ überraschen und das wäre aus meiner Sicht sicher nicht das richtige Signal. Aber wie lange dann auch eine stabilisierte Zinsphase anhalten wird, werden wir sehen. In der Zukunft gehen ja viele, auch Experten, davon aus, dass es dann doch wieder eine Zinsreduktion, wenn auch eine leichte, geben wird. Gab es irgendwelche besonders spannenden Deals im letzten Jahr, gerade im Hotelbereich? Also ich würde mal sagen, mein letztes Jahr ist das eine, das heurige Jahr ist das andere sozusagen. Also ich blicke im Moment mehr auf das heurige Jahr, weil wie gesagt schon einige Deals in der Pipeline sind, die durchaus wieder interessant sein werden, auch für den Benchmarks, für neue Benchmarks. Im letzten Jahr war eher das Thema Leisure-Hotellerie, auch bei den Investoren durchaus beliebt, bei Institutionellen, und City-Hotellerie ist jetzt eigentlich erst wieder so richtig oder stärker angelaufen. Ja. Aber so richtige Deals möchtest du nicht nennen? Aktuell jetzt im Moment nicht, ja. Dabei ist das Thema Immobilienbewertung ein sehr evidentes und sehr wichtiges. Und da ist man eigentlich doch jetzt gerade ein bisschen auf Kaffeesud lesen angewiesen, weil so, es gibt ja keine so wenig Transaktionen, dass daraus Werte abzulesen gar nicht mehr so leicht ist. Das ist richtig, ja. Also die Marktevidenz ist sehr dünn. Da muss man als Bewerter schon sehr gut analysieren können und sich auch den Markt gut anschauen und vor allem das Konzept und Produkt, was man bewertet. Jetzt ist ja in den letzten Jahren das Thema KI, digitale Bewertung, immer größer geworden. Die steht aber jetzt an, die hat ja jetzt auch keine Daten, oder? Das ist korrekt, ja. Also inwieweit ist denn eure Bewertungsdienstleistung in der Form KI gestützt? Eigentlich gar nicht. Wir verlassen uns darauf, dass wir individuell jede Liegenschaft im Einzelnen betrachten und eine gute Recherche durchführen. Hotelbewertungen sind aber jetzt wahrscheinlich von der Bank und so weiter doch, muss man einiges machen. Und wie geht es dir dann vor, eben bei dem dünnen Datenmaterial? Wie gesagt, also wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, ist es ganz entscheidend, dass man auch den Betrieb, wie er in den Vorjahren gearbeitet hat, analysiert. Das gibt schon einen guten Aufschluss, wie das Hotel dann funktioniert. Das Thema Nachhaltigkeit hat uns durch den ganzen Tag begleitet. Inwieweit ist denn das wertrelevant? Auch zum Thema Nachhaltigkeit sehen wir, dass da eben noch nicht so viele Marktdaten vorhanden sind, um das wirklich einpreisen zu können. Aber wir sehen schon auch, dass die Nachfrage da gesteuert ist, ob das Produkt nachhaltig ist oder nicht. Also das wird zu einem Standard aus unserer Sicht. Wenn man das nicht hat, wird es wahrscheinlich schwierig sein, eine Hotelimmobilie dann an den Mann zu bringen. Einher mit dem Thema Nachhaltigkeit geht das Thema Stranded Assets. Seht ihr sowas am Markt schon? Ist das schon evident?
Also im Moment sehen wir da größere Nachfrage nach diesem Produkt, als es eigentlich die Produkte vorhanden sind. Also wir haben steigende Anfragen, gibt es eben Hotels, die nicht laufen, die bestandsfrei, betreiberfrei übernommen werden können. Und da muss ich ehrlich sagen, ist die Nachfrage fast größer eigentlich als das Angebot. Also daraus sehe ich die Stranded Assets eigentlich nicht im Hotelbereich. Ja, vereinzelt sieht man den einen oder anderen Betrieb, der gestrandet ist. Aber so richtig viele noch nicht. Ich glaube, da stimmen die Preisvorstellungen noch nicht zwischen Käufer und Verkäufer. Können Sie uns da ein paar Kennzahlen nennen, was so aktuelle die aktuelle Preisentwicklung betrifft? Preisentwicklung. Bezüglich jetzt Rendite oder? Ja, das muss man aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Das überlasse ich an dir, welchen Blickwinkel du jetzt einnehmen möchtest oder wo es interessante Kennzahlen noch gibt. Also Preisentwicklungen, natürlich einerseits die Renditenanforderungen der Investoren sind gestiegen, das heißt, wirkt sich im Preis aus. Die gute Nachricht ist wieder, dass auf der anderen Seite die Betreiber bereit sind, auch höhere Zimmerpachten aufzurufen, zu bezahlen, Zimmermieten an den Vermieter, und das gleicht sich teilweise dann natürlich auch aus. Das heißt, die Immobilie quasi erhält dadurch ungefähr den Wert. Das kann die Kollegin dann gerne nochmal bestätigen. Oder bei der Bewertung sehen wir natürlich auch, dass die Werte tendenziell nach unten gehen. Also wir werten teilweise bis zu 10-20% auch ab, je nachdem. Man muss wirklich die Immobilie immer im Einzelnen betrachten, aber nach oben bewertet haben wir eher nicht. Aber Abwertung heißt, dass die Preise auch fallen, oder? Also die Kaufpreise. Sofern verkauft wird, ja. Wir haben ja auch Bewertungsfälle, wo es nicht um einen Verkauf geht, sondern um eine Besicherung bei der Bank zum Beispiel. Ja. Aber auch dort sieht man Abwertungen. Im Auditorium gab es die Wortmeldung, dass es eben genau der richtige Zeitpunkt ist, jetzt ein Hotel zu kaufen. Seht ihr das auch so? Es ist ein guter Zeitpunkt insofern, weil eben noch nicht so viele Investoren jetzt auf diesen Zug auch aufgesprungen sind, so wie ich schon gesagt habe, auch Privatinvestoren da hineingehen, jetzt verstärkt. Und wenn man mit dieser Asset-Klasse sich anfreundet oder schon investiert hat in diese Klasse, ist es sicher interessant, auch hier weiter zu investieren. Wir sehen eben durchaus nachhaltige Mieten, einen guten Track Record, auch wenn man natürlich all dieses ganze Zinsumfeld und Marktumfeld halt berücksichtigen muss. Ja. In solchen Situationen brauchst du immer eine Professionalisierung und da merkt man immer, dass die Marktplayer auch, dass die Professionellen quasi übrig bleiben, am Feld bleiben. Ja, die bleiben natürlich am Feld, und ich glaube auch, dass in Zeiten von Krisen immer ein guter Zeitpunkt ist, um ins Hotel zu investieren, damit man dann wieder fit ist, wenn es vorbei ist. Vielen Dank, dass ihr uns heute begleitet habt. Dankeschön. Danke auch, sehr gerne.